Dabei. Wir kriegen gleich endlich die Karte. Hab mir auch extra meine Klettermütze aufgesetzt. Das ist ganz schön hoch, ne? Da hinten, die Ecke, sieht sehr interessant aus. Dieser Kreisel. Der kreiselige Kreisel. Ich würde denken, dass diese Maschinen da auf Elektropfeile empfindlich reagieren könnten. Kann ich mir zumindest vorstellen. So, ich denke, den Rest kriegen wir so hin. So, zack. Ah, geschafft. Schickerstein wurde erkannt, Turm aktiviert. Da ist ein Wächter drauf. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja gut. Passiert, ne? Stell dir vor, der wäre aktiv. Oh Gott. Oder er wacht jetzt zum Leben. Wäre nicht so gut. Ta-ta-ta-ta! Akala! Wunderschön. Da hinten dieser See, ne? Der sieht erstmal schön aus wie ein Totenkopf. Ich habe mir das markiert, tatsächlich. Dabei bin ich hier ganz unten. Ah, ich weiß, wo das ist. Da in der Nähe ist auch, die eine Quelle, wo wir die Erinnerung hatten, die letzte. Sieht ja sehr nett aus, ne? So, untersuchen. Antike Schraube. Ja, ein paar Kerne oder so wären echt mal schön. Und irgendwann muss ich da oben hinauf. Und da ist unser Titan. Ja gut, wo wollte ich hin? Hier war ein Schrein. Da unten. Hier sind überall Schreine. Aber ich glaube, da. Da ist auch ein Stall, tatsächlich. Also Schrein, Schrein. Da ist auch nochmal ein Stall. Ja gut, dann wollen wir mal. Da wären wir. Der Pfui-Schrein. Jesu Kafui. Zeichen der Bewährung können wir ja immer gebrauchen. Ne, kleiner Titan da oben in der Ecke? Mal sehen, was uns hier erwartet. Eine Apparatur wieder. Okay. Okay. Dann zeig mal an. Ach so. Ach so, okay. Kann ich den in der Mitte gar nicht bewegen? Doch, kann ich. Beenden. Ach so, ein Spielchen wird das. Okay. Ahaha. Na, ihr seid ja witzig. Gerade jetzt, wo ich doch keine vernünftigen Pfeile mehr habe. Aber ich könnte das hier werfen. So. Hä? Was soll das denn? Ah, ich habe das ja schon angelegt, das Magnet-Tool. Komme da so, aber nicht ran. Okay. Dann drehe ich das nochmal irgendwie um. Habe ich noch was zum Werfen? Ja komm, nehmen wir die. Ist ja auch egal jetzt.
Super, gut getroffen. Erstmal einfrieren. Aber... Nee, ist ja doof. Muss ich mich echt da drauf springen dann dafür? Das ist mir gerade zu riskant. Tut mir leid. Ein andern Mal vielleicht. Wenn ich mehr Sachen bei mir habe und nicht meine schönen Eispfeile verbrauchen muss. Ach du Schande. Ach du schandige Schande. Stopp. Wieder hoch. Ganz vorsichtig. Das erfordert sehr viel Feingefühl. Das sieht aber gut aus. Hoffe ich. Könntest du mal auf den Schalter bitte? Ganz vorsichtig. Geht doch drauf. Da. Eins, zwei und drei, Dildai. Komm schon. Drei. Mein Feingefühl ist super. Bloß raus hier. Ja, das kennen wir ja. Ja, du hast den Platz der Prüfung. Bezeichnende Bewährung. Komm, ich möchte einmal kurz zum Stall gehen. Natürlich regnet es jetzt. So, da ist der Stall. Vielleicht ist auch ein Krog in der Nähe, ein großer. Das wäre doch ganz schön. Hallo? Lani. Wo kann ich dir helfen? Ich bin nur eine Reisende. Ich hörte von einer großen Fee hier in der Gegend. Oh ja. Die Wünsche erfüllt. Vielleicht auch meine, wenn es wahr ist. Eine große Fee in der Nähe hört sich sehr, sehr gut an. Ja, was ist? Ich habe ein Geheimnis. Ja, sag. Hihi, gut, ich verrate es dir. Bist du bereit? Meine große Schwester Jana liebt Rüstgras. Okay. Oh, das war mein Geheimnis. Jana wird wieder böse mit mir sein, weil sie Rüstgras mag. Ich nehme das Holzbündel hier mal mit und das. Und so Zeug, ne? Wo geht ihr denn hin? Ja. Ich will nicht nass werden. Kennst du den fahrenden Koch? Dann ist heute dein Glückstag. Okay. Ich bin auf der Suche nach der besten Zutat vom Stall von Südakala bis Taburasa. Ja, zeig mal. Luxuswild habe ich auch, ja. Gerodengewürz. Wenn die anfängliche Schärfe verflogen ist. Ja. Hört sich gut an, möchte ich aber nicht haben. Danke, tschüss. Ja. Sei doch ein guter Koch. Ist ja okay. So, Waren zu verkaufen. Hast du auch Quests zu verkaufen? Du siehst sonderbar aus. Ja. Der Rex, dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin ein Reisender. Aha, du reist also ganz allein. Ja, das würde ich meinen. Und bescheiden bist du noch dazu, wie ich sehe, ja? Na, schon gut. Ich bin selbst gar nicht so schlecht mit dem Schwert, aber im Moment läuft es nicht so gut. Mein Schwert taugt einfach nichts, das ist das Problem.
Okay, deswegen schaue ich nach dem legendären Schwert. Ja. Es soll in der Nähe des Todesbergs zu finden sein, aber anscheinend nicht in dieser Richtung. Vielleicht auf der anderen Seite, in der Nähe vom Stall des Waldes. Ha. Ja, probier mal. Ansonsten ist ja auch eher tote Hose, ne? Jana, was willst du? Du siehst ja mal verdächtig aus. Ich bin friedlich, ja? Das werden wir sehen. Was hast du denn da? Rüstgras? Würdest du mir vielleicht... Ja, klar. Wie schön, du magst doch Rüstgras. Du trägst meine Lieblingsblume mit dir. Vielleicht bist du doch gar nicht so ein übler Bursche. Kommen wir zur Sache. In Akala gibt es nichts. Gar nichts. Warum bist du also hier? Ich suche Dummster. Dummster? Der Zimmermann? Der war hier. Murmelte was von Tabula Rasa machen und dass er ein Dorf von Grund auf erbauen wollte. Er ist zum Akala-See, wenn ich mich nicht irre. Der Akala-See ist östlich von hier. Wenn du Interesse hast, geh ihn dir ansehen. Ja, danke. Cool. Sehr cool. Aber der große, große Krogmensch, wenn man ihn Mensch nennen kann, ist leider nicht hier. Ich werde den schon finden. Ich weiß ja, wo er vorher war. Von daher ist das alles halb so wild, so östlich. Hier ist der See. Hier ist der Schrein. Hier sind noch mehr Schreine. Die hatte ich mir auch markiert, aber ich gehe erstmal nach dem Dude suchen. Wie soll ich denn da hinkommen? So. Ja, nein! Verdammt! Mist. Das hat keiner gesehen. Es könnte sein, dass Doomstar hier ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Hallo? Das ist Mats. Diesmal kletter ich aber richtig. Hoffe ich. So. Wo will das Ding nur hin? Ja, genau. Schafft Link das? Tatsächlich. Ja! Okay. Tschüssi. Pff. Diese Position, ey. Krass. Die Crocs sind überall, wo man es nicht erwartet. Hier unten leuchtet auch was, ne? Ach so ein Leuchtstein, genau. Hier wollte ich hin. Was ist das hier? Taburasa. Hier ist auch eine Statue. Wunderbar. Dann werde ich mir gleich mal ein bisschen Ausdauer abholen. So, ich möchte Ausdauer. Ja, so sei es. Dankeschön. Wunderschön. Gut. Dann gucken wir mal, ob Dumpster hier ist. Sein Hammer scheint auf jeden Fall hier zu sein. Oh, ist voll süß, jo. Was ein süßes, kleines, beschauliches Häuschen. Hallo, Dummster. Da bist du ja. Hi. Hallo. So sieht man sich wieder. Wer warst du nochmal? Ich bin Dummster vom Bauunternehmen Yolanda. Ja, was machst du hier? Ich habe den Auftrag bekommen, hier von Grund auf ein neues Dorf zu bauen. Ah, warte mal. Wir waren hier schon mal. Da stand das Haus aber noch nicht.
Meine Güte, bist du schnell. Deshalb nenne ich das Dorf Tubarasa. Tja, was ist? Mit den Baumaterialien der Firma konnte ich ein Haus errichten, aber für ein ganzes Dorf fehlt mir einiges. Zum Beispiel Arbeitermaterial, Geld. Ich helfe dir. Trotzdem. So, was brauchst du denn? 10 Holzbündel. Ja, habe ich. Habe ich. Habe ich. 10 Holzbündel. Bitteschön. Eine große Hilfe. Sein Kopf ist so riesig, ne? Und als nächstes? Ich muss diese Felsen wegbekommen, um hier etwas bauen zu können. Kannst du mir nicht mit Muskelkraft... kannst du mir jemanden suchen, der genug Muskelkraft hat, um diesen Felsen zu zerstören? Ein Gorone. Ja, das könnte sein. Das wäre schon ein großer Zufall, so jemanden zu finden. Ich weiß, wo die öfter rumlungern. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens muss Yolanda... und Yolanda muss der Name auf da enden. Oh. Okay. Ach du Schande. Was habe ich mir da für eine Quest angelacht? Immerhin wären wir schon mal so weit. So, hier wohnt der gute Dummstar. Schön. Kann ich das lesen? Nee, schade. Aber steht doch ein Hinweis drauf. So, Gras und was ist das? Butter, Fleisch, Milch ist gleich lecker. Und hier kann man wieder raus. Oh, wie beschaulich mit Balkon. Yay! Ja gut, ist aber eine sehr spezielle Stelle, ne? Dann wandere ich jetzt einfach mal da hinten hin. Oder ich kann mich dahin teleportieren. Und dann kann ich weiterlaufen. So, ich bin angekommen. Aber man muss hier ein bisschen aufpassen. Da ist jemand nicht so sehr erfreut. Mit Bomben lässt er sich kaum was anhaben. Die Position ist günstig, um ihn mit Bomben zu bewerfen. Aber es zieht halt irgendwie gar nichts ab. So. Das Institut ist so ein bisschen heruntergekommen, habe ich das Gefühl. Ich höre Geräusche. Hilfe. Was? Kann ich hier gar nichts sammeln bei dem? Oh. Schon abgefrühstückt. Da ist ein Schrein. Sehr cool. Okay, hier finde ich wenigstens was und da kann man eine Bombe hinwerfen. So wie es aussieht zumindest. Nee, doch nicht. Dann halt nicht. So, antike Schrauben. Ich hätte gern mehrere solcher Kerne. Die Musik ist seltsam. Aber hey! Ich bin angekommen, das ist die Hauptsache. Ich könnte hier auch so ein Feuer, machen. Anscheinend. Egal, ich geh mal rein. Hallo. Bist du Robelo? Für tun und hat. Alles klar. Hey du, was machst du hier? Das ist Robelo. Hallo? Du, bist du etwa Link? Ja. Oh, wenn du Link wärst, dann gäbe es etwas, das ich dir sagen muss. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Ich, vielleicht könntest du mir die Wunden an deinem Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Ich hatte da so einen heilenden Schlaf, weißt du? Huff, wenn du Link wärst, muss ich mich jetzt echt ausziehen. Ich muss mich ausziehen. Ja, ablegen. Nein, nicht ausrüsten. Na, ablegen. Ablegen. Hi. Genau, den Körper trägt unzählige Namen. Ich erinnere mich. Ich bin nackig. Die meisten sind gut verheilt, aber sie stimmen mit den Verletzungen überein, welche die Verheerung dir zugefügt hat. Gut, du bist wohl wirklich der echte Link. Dann sollte ich mich auch mal vorstellen.
Ich bin eine Koryphäe der Wächterforschung und Direktor des Akala-Instituts. Dr. Romelo! Ich bin beeindruckt, dass du es bis zu diesem entlegenen Ort geschafft hast. Ja, hier ist ja echt tote Hose. Hier sind ja nicht mal Monster. Also, richtige. Hast du die alte Pura schon besucht und sie um Hilfe gebeten? Ja. Pura ist ein Kind. Aha, Pura ist ein Kind. Ja, sie wurde verjüngt. Was? Sie ist jetzt ein Kind? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Wirklich? Im Ernst? Das sieht dir wieder mal ähnlich. Ich nehme an, das war ein fehlgeschlagenes Experiment. Sie hatte schon immer etwas unkonventionelle Methoden. Aber zurück zum Thema. Ist dir bewusst, dass die Verheerung gerade neu erstarkt? Ja, ich weiß. Dann brauche ich dir also nicht alles in Einzelheiten erzählen, was dir so... Nein, nein, es ist okay. Gut. Jetzt bist du an der Reihe. Du musst mit uns Chica zusammenarbeiten. Zerstöre die Verheerung! Was? Okay. Oh ja, ganz genau. Lass uns zusammenarbeiten und der Verheerung Ganon ein Ende setzen. Ja, entschuldige die lange Vorrede. Eigentlich möchte ich dich nur mit antiker Ausrüstung versorgen. Aber einen kleinen Moment noch. Sherry, beziehungsweise der Chica-Ofen stellt antike Ausrüstung her, aber leider ist sie angeschlagen. Ah, ich muss wieder die blaue Flamme von Flammenborn holen. Die blaue Flamme von Flammenborn, alles klar. Und du so? Ja? Katschika! Das ist so ein Ding bei euch, oder? Ich wollte nur Pura von Hateno-Institut nachmachen. Ach so, okay. Es ist nur ein Pura-Ding. Du hältst mich jetzt wahrscheinlich für absolut bescheuert, was? Ja, doch. Nimm's mir nicht übel, Link. Ich, so bin ich halt. Und, wie kann ich dir weiterhelfen? Tschüss. Immer gern. Ja gut, dann würde ich sagen, holen wir die blaue Flamme. Nee? Ist nicht mal ganz fresh hier, das Institut. Ich sollte mich vielleicht mal wieder anziehen. Mit dem hier. So. Oh, das hier ist ja auch schon cool. Die hyjanische Rüstung hat halt keinen speziellen Effekt. Ne? Wobei... Die Macht der großen Fähre hat die Abwehr um eine Stufe erhöht. Meisterstück der Schmiedekunst. Der Effekt, hier kann ja kein Effekt erhöht werden, wenn ich die Kombo trage. Oder sehe ich das falsch? I don't know. Ich muss jetzt auf jeden Fall dahin. Okay. Dann gehen wir mal, ne? Ich sollte mir bei Zeiten mal neue Pfeile kaufen. Ich hätte ganz schön Schrott angesammelt. So, ich untersuche mal alle hier, ne? Und dann gehen wir zur blauen Flamme. Habe ich eine Fackel? Ich glaube ja. So, hier ist das Feuerchen und ich glaube, das wird ein langer, beschwerlicher Weg. Den wollen wir mal. Ja. Um hierher zu kommen, musste ich über eine Schlucht fliegen, ne? Nur mal so. Und ich darf nicht rennen. Und ihr kennt das ja. Und am besten darf ich auch nicht fallen. Das heißt, es wird ein großer, großer Umweg. Hab hier schon ein paar Gegner aus der Bahn gehauen, ne? So, der Weg ist lang. Sehr lang. Ich habe einen riesengroßen Bogen genommen. Ja, genau. Und deswegen ist auch dieser bekackte Wächter hier. Damit er mich schön ins Visier nehmen kann und mich fertig machen kann. Das ist sein einziger Existenzgrund. Na toll. Ich beschütze dich. Ja, danke, Mifa. Meine Flamme lebt... Oh, meine Flamme lebt nicht mehr. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Oh. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Ich weiß
Ich weiß es nicht. Der ist ganz kacke, ist der. Und ich war ja schon hier am äußersten Rand, ne? Hier müsste ich klettern, das geht nicht. Uff. Jetzt muss ich mir erstmal zurück ein Flämmchen holen. Gut, dass ich da was angezündet habe. Ja, wie macht man das am besten, ne? Vielleicht mit einem Schnelligkeitstrank und dann schnell durch? Muss hier noch jemanden erledigen. Hier unten sind auch Fackeln. Vielleicht soll ich doch den Weg nehmen. Ich weiß es nicht. Oh ja, Blutmond, danke schön. Danke für nichts. Ich warte jetzt so lange, bis das Ding ausgeht. So. Und wenn ich die Fackel anhab, habe ich doch schon viel geschafft. So. Heidewitzka. Erstmal alles abfackeln. Ich glaube, ich bin durch. Das sieht gut aus. Passend zu Vollmond, Blutmond. Ja. Reiseziel. Yay! Jetzt stehen alle wieder auf. Die ganzen Moblins, die ich besiegt habe. Dankeschön. So, yep, ich hab's geschafft. Hier, guck mal. Du, Link, hör mich an. Cherry ist wieder gesund. Das muss die Kraft der Liebe sein. Meine liebe Cherry. Ja, die Feuerschale ist wieder an. Du hast sie angezündet? Danke. Hier eine Belohnung für dich. Ja. Antiker Pfeil. Dankeschön. Auf Grundlage des geheimen Wissens der Chica habe ich sie immer weiter verbessert. Upsala, Entschuldigung. Und jetzt sind die Anti-Verheerungswaffen, kurz AVW. Das sind sie jetzt. Sieh mal, hier sind meine Babys. Die antiken Pfeile. Okay, ist ja gut. Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen. Versuch doch mal, sie mit antiken Materialien und Rubinen zu füttern. Okay. Hoppla, hast du das gehört? Ja, Forschungsbudget ist knapp, ich weiß, alles gut. Nicht lange fackeln. Ja, ist okay. Gut. No, Blutmond. Link, Link, pass auf. Ich weiß. Ich weiß. So. Karte. Ich habe jetzt gar kein Ziel mehr, ne? Kein richtiges zumindest. So. Ich wollte nicht mit dir... Ja, ja, nein. Geh weg. Wollte nur mal gucken hier. Willkommen. Ach so. Ach so. Ah. Mhm. Das sieht aus wie eine Kettensäge. Ich habe gerade nichts... Ui. Ich habe gerade leider nicht so viel Knete. Und das kostet halt die ganzen Materialien hier. Und Rubine. Teurer geht's ja wohl nicht. Ja, nee. Chill mal. Das war's mit der Quest? Mit der gesamten Institutsquesterei, oder?
Genau, da muss ich noch einen Geron finden, der auf da endet. Hei, 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 hei. Hm. Aber gut, das war's hier erstmal für heute. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Ich weiß noch nicht, ob wir in der nächsten Folge weiter mit Quests machen oder ob ich was anderes tue. Das werden wir dann sehen, ne? Ich sammle ein paar Glühwürmchen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls du noch nicht genug von mir hast, findest du hier rechts ein weiteres Video von mir oder die Playlist zu diesem Projekt. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht hast. Und hier links unten kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Däumchen und bis demnächst. Tschüss.